sind forschende Adrenalin-Junkies. Es war erst Anfang September, da saß der 40-jährige US-Höhlenforscher Mark Dickey in einer türkischen Höhle fest. Er, so rote Steppjacke und Stirnlampe auf dem Kopf, schickte da einen dramatischen Appell raus in die Welt, sprach in eine Kamera: Hallo, ich bin Mark Dickey aus rund 1000 Metern Tiefe. Er sei zwar bei Bewusstsein, brauche aber sehr viel Hilfe, um hier rauszukommen. Die Welt merkte auf, was er da auf sich genommen hatte. Meine Damen und Herren, was treibt Forschende eigentlich an? Da wird ja nicht nur in Höhlen gearbeitet, eher seltener wird in Höhlen gearbeitet, eher akribische Arbeit ist das, ja auch mühselige Erhebung und Analyse von Daten im Labor, vor dem Rechner, an der Tafel. Aber um was geht es dann genau? Um welche Entdeckung, auch jenseits mancher Sensationsmeldung, die dann ja doch eher so Boulevard sind? Anders gefragt, nochmal grundsätzlicher, wie schafft man eigentlich Wissen? Und welche Rolle können und müssen Forschende eigentlich spielen in einer aufgeheizten Gesellschaft wie der Zeit, wo es mit den Fakten manchmal gar nicht so genau genommen wird, Aufreger aber jederzeit willkommen sind, meine Damen und Herren? Mit wem ließe sich das besser diskutieren als mit den Ausgezeichneten, mit den Spitzenforscherinnen und Forschern der Max-Planck-Gesellschaft? Denn Sie wissen das, das ist eine der renommiertesten Forschungsorganisationen der Welt. 30 Forschende der Max-Planck-Gesellschaft haben schon einen Nobelpreis bekommen. Das ist unfassbar. Und Sie sind hier im Kulturpalast in Dresden in einer ganz wunderbaren Ausstellung zu sehen. Besser gesagt, Sie sind hier noch für ein paar Stunden zu sehen, denn wir feiern heute den Abschluss dieser schönen Ausstellung, die Finissage. Also nutzen Sie unbedingt noch Ihre Chancen. Und wir werden hier erstmal über wirklich Wissenswertes reden. Das wird versprochen, so eine Entdeckungsreise durch die Forschungslandschaft Sachsen. Denn längst hat die Max-Planck-Gesellschaft in Dresden und Leipzig auch Institute. Und zwar jeweils 3, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 30 Jahre Max-Planck-Institute in Sachsen. Ein Blick zurück und in die Zukunft. Toll, dass Sie alle gekommen sind. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit aktuellen Erkenntnissen aus Klimawissenschaften zu Biodiversität und so fort. Und ich begleite Sie durch die kommenden rund 60 Minuten. Und schon geht's jetzt richtig los. Als erstes begrüßen Sie nun unsere beiden Gastgeber. Das sind der sächsische Staatsminister für Wissenschaft Sebastian Gemko und der Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden, Professor Stefan Grill. Ich sage Ihnen beiden schon mal ganz herzlichen Dank für die Einladung, ich glaube von uns allen. Und jetzt ist das Ihre Bühne, Sebastian Gemko. Sie starten. Bitte schön, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren der Max-Planck-Einrichtung hier bei uns in Sachsen, liebe Frau Gersmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, vielen herzlichen Dank zunächst für Ihr Interesse an unserer Finissage zu den Feierlichkeiten 30 Jahre Max-Planck-Gesellschaft in Sachsen. In den vergangenen Wochen war die Gelegenheit, ein Schlaglicht auf das zu richten, was unsere Max-Planck-Einrichtung in Sachsen tagtäglich leisten, was sie in den letzten Jahrzehnten insbesondere geleistet haben. Wir hatten einen tollen Festakt zum Auftakt dieser Veranstaltungsreihe. Wir hatten Vorträge, es gab spannende Workshops und heute dann nun diese Finissage, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte. Und es ist für mich auch nochmal Gelegenheit, Danke zu sagen an all diejenigen, die in den letzten 30 Jahren dieses hervorragende Ökosystem aufgebaut haben, diese Einrichtungen aus dem Boden gestampft haben und damit einen ganz maßgeblichen Teil zum Erfolg des Wissenschaftsstandortes Sachsen beigetragen haben. Und wenn wir jetzt zurückschauen heute auf diese 30 Jahre und das ganze Geschehene würdigen, dann ist es auch eine Würdigung dessen, was Sie alle gemeinsam nicht nur für
Wissenschaft und Forschung geleistet haben, sondern auch das, was sie für die Gesellschaft im Allgemeinen geleistet haben. Nicht nur das, was die einzelnen Wissenschaftsfelder betrifft, sondern auch das, was sie als Akteure der Zivilgesellschaft mitgeleistet haben, als Menschen, als Privatpersonen, die teilweise von woanders her hierher gekommen sind und als Teil der Gesellschaft in die Stadtgesellschaften, in die regionalen Gesellschaften hineingetragen haben, ihre Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs, aber natürlich auch die Veränderungen, die sie mit ihren ganz, ganz konkreten Wissenschaftsforschungsgegenständen beigetragen haben zur Veränderung, zur letztlich ja im Zweifel Verbesserung der Gesellschaft und unserer aller Zusammenleben. Und es ist zugleich auch ein Dank an Sie als Vorbilder und als diejenigen, die Akzente setzen, die junge Menschen begeistern für Wissenschaft und für Forschung, denn der Erfolg der Vergangenheit soll auch in die Zukunft getragen werden. Und das wird nur dann möglich sein, wenn viele junge Menschen Interesse an Forschung, an Wissenschaft haben, die solche Karrierewege, die solche Lebenswege einschlagen. Und wir sind mehr als jemals zuvor darauf angewiesen, dass junge Menschen in die Wissenschaften gehen. Und auch da sind Sie maßgeblich als diejenigen, die Vorbilder sind, die begeistern, die mit dem, was sie erreichen, auch mit ihren großartigen Erfolgen, die gerade die Max-Planck-Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten in Sachsen hervorgebracht hat und darüber hinaus Vorbilder sind und Anreize setzen, dass junge Menschen diese Wege einschlagen. National, wie, und auch das wird von immer größerer Bedeutung sein, international. Und gerade die Max-Planck-Gesellschaft ist die Einrichtung, ist die Gesellschaft, die eine so tolle internationale Strahlkraft hat, dass Menschen aus aller Welt letzten Endes in diese Einrichtung kommen und dankenswerterweise auch zu uns in den Freistaat Sachsen kommen, was absolut notwendig ist, weil nur dadurch befruchtende Ideen zustande kommen, weil nur dadurch auch die Wissenschaft, die hier stattfindet, auf der Höhe der Zeit sein kann und natürlich, weil wir in den kommenden Jahren viele junge Menschen aus der ganzen Welt brauchen, die die Forschungsgegenstände hier in Sachsen weiter voranbringen. Damit und Innovation ist der Anfang von vielem, am Ende auch Wertschöpfung, ökonomisches Wachstum in Sachsen stattfinden kann, denn die Lebensqualität und der Lebensstandard, die wir heute in Sachsen haben, hat ganz viel damit zu tun, dass in den letzten Jahrzehnten gerade im Bereich Wissenschaft und Forschung in Sachsen so viel investiert worden ist. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, nicht nur zurückzuschauen und festzustellen, wie wichtig es gewesen ist, dass in 30 Jahren immer wieder in Wissenschaft, in Forschung, in Hochschulen investiert worden ist, sondern Ihnen auch zuzusagen, dass die Staatsregierung auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Bewusstsein dessen, was Wissenschaft und Forschung bedeuten, einen ganz starken Akzent auch gerade in Haushaltsplanung setzen wird, um dieses System weiter am Laufen zu halten, auszubauen, denn wir alle wissen, Stillstand ist in der Wissenschaft Rückschritt, und hier die entsprechenden Akzente mitzusetzen, damit diese Erfolgsgeschichte genauso weitergehen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank an Sie alle für alles, was Sie geleistet haben, was Sie gegenwärtig leisten und was Sie hoffentlich in unserem Land, in unserem Freistaat Sachsen in den kommenden Jahrzehnten auch weiterhin leisten werden. Herzlichen Dank, alles erdenklich Gute und viel Gesundheit. Uns einen schönen Abend. Christian Gemko, ganz herzlichen Dank Ihnen für diese Würdigung auch der Forschung. Ihr Ministerpräsident Michael Kretschmer hat es auch schon gesagt und die 30 Jahre hier gewürdigt der Max-Planck-Institute. Der Freistaat setze ganz gezielt auf Bildung und Wissenschaft, denn kluge Ideen, internationale Zusammenarbeit und Forschung sorgen mit dafür, so sagte er, dass unser Wohlstand wachsen werde. Wir reden gleich mit Ihnen darüber noch weiter. Sie bleiben bei uns, das freut mich sehr. Vielen Dank bis hierher. Sebastian Gemko. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt Professor Stefan Grill. Er ist einer dieser großen Forscher, die ja, die Max-Planck-Institute groß machen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Staatsminister Gemko, sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren der Max-Planck-Institute, liebe Frau Gersmar, meine sehr geehrten Damen und Herren. Science heißt es auf Englisch, La Ciencia auf Spanisch, Vieda auf Tschechisch, aber die deutsche Version gefällt mir am besten. Sie ist die präziseste. Wissenschaft. Wissenschaft schafft Wissen. Sie tut es, um das gesammelte Wissen der Menschheit zu vergrößern. Ich bin eigentlich kein Wissenschaftler, ich bin Wissensschaffer. Unser Job ist es, die Fakten zu generieren, an denen sich unsere Gesellschaft festhalten kann. Und das ist wichtig, man könnte sogar sagen, das ist heute wichtiger denn je. Das Max-Planck-Institut für die Physik komplexer Systeme erforscht kooperatives Verhalten in belebter und unbelebter Materie.
Dies führt zu einem tieferen Verständnis davon, wie Materie im Innersten strukturiert ist. Das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften untersucht die kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Dies führt beispielsweise zu neuen Maßnahmen der motorischen Rehabilitation nach einem Schlaganfall. Am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik, da bin ich, wird erforscht, wie sich das Innere der Zelle organisiert. Dies führt zu neuen Ansätzen in der Therapie von Krebs. Das Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften stellt sich den nächsten mathematischen Herausforderungen. Dies führt zu neuen Verfahren und Methoden, um Fragestellungen in die Natur und in Ingenieurwissenschaften zu lösen. Das Max-Planck-Institut für chemische Physik fester Stoffe erforscht das Zusammenspiel von Topologie und Symmetrie in modernsten Materialien. Dies führt zu neuen Methoden der Materialsynthese. Und das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie erforscht die Geschichte der Menschheit. Dies brachte uns ein neues Forschungsfeld, die Paläogenetik. Die erfolgreiche 30-jährige Geschichte der Max-Planck-Institute in Sachsen, die wir in den vergangenen Wochen verschiedentlich gefeiert haben, wurde gekrönt durch den Nobelpreis für Medizin, der im letzten Jahr an Svante Paabo ging. Ich möchte mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, die in den vergangenen Wochen zur Organisation und Ausrichtung der 30-jährigen Feierlichkeiten hier in Sachsen beigetragen haben. Wir konnten die Ausstellung Pioniere des Wissens bewundern oder von der Freundschaft zwischen Max Planck und Albert Einstein erfahren oder im Science Café über aktuelle Themen aus der Forschung der sächsischen Max-Planck-Institute diskutieren. Ein Highlight war sicherlich das Science and Music Open Air in Leipzig, ein weiteres die Leipziger Gespräche zur Mathematik, in diesem Fall zum Thema Klima der Extreme. Ich kann an dieser Stelle nicht über alles berichten, aber es waren beeindruckende Wochen, die hier heute zu Ende gehen. Ein großer Dank geht an all diejenigen, die dies mit ihrem persönlichen Einsatz ermöglicht haben. Es liegt in der Natur der Wissenschaft, dass sie ständig neue Wege geht. Stellen Sie sich einen Wald vor oder ein Feld. Neue Wege sind nicht unbedingt leicht zu erkennen. Sie sind unklar und sie wachsen schnell wieder zu, wenn man sich nicht ab und an um sie kümmert. Es dauert, bis sich ein neuer Weg verfestigt, aber wenn man schlau war, wenn man Glück hat, bietet er eine Abkürzung. Das ist aber anfänglich nicht jedem klar. Die Max-Planck-Gesellschaft geht diese neuen Wege in Leipzig und Dresden seit nunmehr 30 Jahren. Die 6 Max-Planck-Institute in Sachsen bedanken sich bei ihr für die kontinuierliche Pflege all dieser neuen Wege und die viele Unterstützung, die wir über die Jahre erhalten haben. Lieber Herr Staatsminister Gemko, der Freistaat Sachsen, Ihr Ministerium und Sie persönlich kümmern sich um die Wissenschaft. Sie helfen uns, neue Wege zu gehen. Sie verstehen, dass neue Wege einer ständigen Pflege bedürfen. Und die 6 Institute der Max-Planck-Gesellschaft in Sachsen mit ihren etwa 2000 Wissensschaffern fühlen sich hier wirklich sehr gut unterstützt und sehr gut aufgehoben. Und das gilt auch für die Wissenschaft in Sachsen im Allgemeinen. Es ist so, man kümmert sich um uns und man kümmert sich um die neuen Wege. Dafür danken wir Ihnen und wir freuen uns auf die gemeinsame Diskussion hier im Anschluss. Vielen Dank. Professor Stefan Grill, ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja, 30 Jahre, das ist eine lange Zeit. Erinnern Sie sich noch? 1993, da sang Whitney Houston »I will always love you«. Astronauten der Raumfähre Endeavour mussten das Raumteleskop Hubble reparieren. Es war wegen eines falsch geschliffenen Spiegels kurzsichtig geworden. Und mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder von Bündnis 90 und die Grünen für den Zusammenschluss beider Parteien. Die Bundesregierung, die Opposition und die Bundesländer einigten sich über die Finanzierung des Aufbaus in Ostdeutschland. Ja, das ist alles schon ganz schön lange her. Wo stehen wir heute? Wo steht die Forschung in Sachsen heute? An welchen, sagen wir, abenteuerlichen Entdeckungen wird auf welchen struppigen Wegen gearbeitet, meine Damen und Herren? Das hören wir. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unsere Gäste, die Wissenschaftler. Wir reden mit Professor Liu Hao-Tieng, Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Physik fester Stoffe in Dresden. Darf ich Sie auf die Bühne bitten? Herzlich willkommen, Liu Hao-Tieng. Und wir reden mit Professor Frank Jülicher, Direktor am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme, auch in Dresden. Bitte schön, nehmen Sie gerne Platz. Anne Grappin-Botton ist bei uns, die Kollegin von Stefan Grill, Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik
ebenso in Dresden. Schön, dass sie da ist. Und Professor Jürgen Joost, Direktor Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig, kommt zu uns. Herr, sehr schön. Und bei uns ist auch noch Johannes Krause, Direktor am MPI für evolutionäre Anthropologie, auch in Leipzig. Professor Johannes Krause, schön, dass Sie da sind. Und natürlich, er darf nicht fehlen, auf keinen Fall. Wir reden mit Sebastian Gemko nochmal, sächsischer Staatsminister für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, in Leipzig geboren und Rechtswissenschaftler. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen Ihnen alle. Da müssen wir jetzt erstmal klären, was Sie eigentlich alle so tun und warum eigentlich. Wir machen das in so einer Art Speed-Dating, meine Damen und Herren. Sie sind ja relativ viele hier auf der Bühne und gehen mal fix die Runde hier durch, diskutieren dann hier noch ein bisschen und dann kommen wir auch zu Ihnen im Publikum und zu Ihren Fragen. Also, was treibt Forschende an? Was machen die eigentlich? Warum? So, mit der chemischen Physik fester Stoffe, damit beschäftigen Sie sich in Ihrem Institut. Sie waren auf dem Sommerfest von Michael Kretschmer, Ministerpräsident hier in Sachsen, das ist auch noch gar nicht so lange her. Wenn Sie zusammenstehen, wie erklären Sie ihm dann eigentlich, was Sie da an Ihrem Institut machen? Kretschmer selber ist Wirtschaftsingenieur, kennt sich so ein bisschen aus, aber chemische Physik, also ich würde sagen, das ist doch herausfordernd. Ja, wir möchten gerne im Zusammenspiel zwischen Chemikern und Physikern neue Materialien entwickeln, mit neuen Eigenschaften. Und der Clou ist, können wir das auch vorhersagen, was wir machen können. Und das ist, was wir eigentlich uns vor Augen haben. Neue Materialien, neue Phänomene für vielleicht Anwendungen. Und haben Sie ein Beispiel dafür? Naja, meine Kollegin Claudia Felser hat eigentlich die sogenannten topologischen Isolatoren, das Feld sehr gut angetrieben mit ihrer Materialien, die sie vielleicht entdeckt hat. Und dann stellt sich heraus, das ist ein unglaublicher Source von Möglichkeiten, die da einsteckt. Das ist unglaublich viel, was man machen kann. Wir haben gerade gehört, wenn man Glück hat, dann findet man die richtigen Wege. Wann weiß man, ob man in einer Sackgasse gelandet ist als Forscher? Ich denke, dass man nicht so sagen kann. Jede Sackgasse kann vielleicht auch eine Sache sein später. Ja. Man forscht etwas und dann später stellt sich heraus, oh, das ist sehr wichtig. Man kann auch sagen, okay, ich mache etwas, was sehr populär ist, aber dann vielleicht ist man nicht am Anfang. Ich möchte gerne auch Sven Babo sagen, ja, 25 Jahre her. Er hat etwas gesagt, oh, das ist schön, um das zu machen. Mhm. Und jetzt ist er raus. Er hat ein komplett neues Feld geöffnet. Erschlossen. Okay. Ja, erschlossen, ja. Ja. Sie sagen, dass Biologie und Medizin viel schwieriger sei als Ihr Fach, denn da müssen man Begriffe auswendig lernen. Das bräuchten Sie nicht, das würde sich alles logisch erschließen. Finde ich jetzt so ein bisschen schwierig, aber wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Fach gekommen? Ah, ist einfach, ich mache Mathe sehr gerne und ich möchte gerne die Umgebung verstehen. Und Physik für mich ist eigentlich eine mathematische Modellierung, die Wirklichkeit. Ja, man möchte gerne modellieren, ist dann verstehen, Mechanismus verstehen. Aber wenn man auch in eine mathematische Formel das bringen kann, dann hat man auch etwas, das quantifizierbar ist, vorhersehbar. Und dann, vielleicht versteht man auch besser, was man dann ausschreibt. Ja, das ist Physik, ja. Ja, ob das nun Physik von Atmosphäre ist oder Physik von zufällig meinem Fachgebiet chemische Physik, das ist eigentlich sekundär, aber zufällig bin ich da. Nun sind Sie in Indonesien geboren, mit 18 nach Holland gegangen, 2001 nach Köln, 2009 dann hier nach Dresden gekommen. Was ist besonders an Dresden und vielleicht auch, was ist eigentlich, warum Max Planck? Max Planck gibt mir die Möglichkeit, um Sachen zu machen, die man wahrscheinlich in der Uni nicht machen kann. Und das ist auch der Auftrag. Man hat, sag mal, mehr Budget in gewissem Sinne, aber man muss auch mehr Risiko nehmen. Ja, und das ist das, was Max Planck sich für mich dann, herausfordern. Herausfordert. Ja, das ist, man kann Risiko nehmen und man muss auch Risiko nehmen, um etwas zu machen. Ich denke, ja, ich komme aber zurück zu Sven Fabo. Er macht unglaublich Risiko.
Okay. Mit das. Aber er hat erfolgreich. Und auch Claudia Felser hat auch Sachen gemacht in meinem Fachgebiet, die früher man sagt, oh ja, okay, das ist schön, aber es stellt heraus, das ist... Frank Jülicher macht auch sensationelle Sachen. Frank Jülicher, Sie sind am Max-Planck-Institut für die Physik komplexer Systeme in Dresden und Biophysiker. Was macht man so als Biophysiker? Was haben Sie heute gemacht? Was hat Sie beschäftigt? Als Biophysiker versuchen wir, das Verhalten und die Eigenschaften von Zellen, biologischen Zellen und auch deren räumliche Struktur, deren Dynamik auf physikalische Prinzipien zurückzuführen, also aufgrund der physikalischen Gesetze zu verstehen, wie Zellen funktionieren und organisiert sind. Meine Was wir heute gemacht haben, ist zu versuchen, chemische Prozesse, die im Raum organisiert sind, zu untersuchen. Also wie zum Beispiel Phasenseparation, Tröpfchenbildung, chemische Prozesse beeinflussen kann. Was heißt das hier für meine Armmuskeln, die durchaus ein bisschen größer sein könnten? Was passiert in dem Muskel? Im Muskel sind sogenannte Proteinmoleküle spezialisiert und räumlich sehr regelmäßig angeordnet, um Bewegungen und Kräfte zu erzeugen, sogenannte molekulare Motoren. Und das ist ein schönes Beispiel für molekulare Kraft- und Bewegungserzeugung, die auch nötig ist für Zellen, sich zu bewegen oder auch ihre Form zu verändern und dann auch einen ganzen Muskel zu kontrahieren. Was lässt sich daraus ableiten? Ja, man kann verstehen, wie ausgehend von molekularen Eigenschaften ein Gesamtsystem nicht nur gebaut, sondern selbst organisiert entstehen kann. Das ist eines der Herausforderungen, was wir gerne ergründen möchten. Mhm. Und wie war dann so Ihr Weg? Also wie sind Sie da hingekommen, wo Sie jetzt sind? Ich meine, Max Planck, das ist wahrscheinlich für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so der wahre Traum. Also was ist Ihr Rezept? Was würden Sie sagen? Immer dranbleiben? Irgendwie viel Glück haben? Oder wie kommt man dahin? Ja, die Fragen verfolgen, die noch völlig unverstanden sind und die einem am meisten brennend erscheinen. Und danach den Wegen suchen, die zu ergründen. Und gerade in der Max-Planck-Gesellschaft haben wir halt die Möglichkeit, frei zu wählen, welche Richtung wir gehen, Risiken eingehen, neue Probleme zu starten, ohne jetzt schon beweisen zu müssen, dass wir die auch lösen können, sondern erst hinterher mit dem Ergebnis kommen. Mhm. Anne Grappin-Bouton, Sie interessiert die Bauchspeicheldrüse. Sie sind Expertin für Entwicklung und Stammzellbiologie und Sie haben eine Methode entwickelt, um so eine Miniatur-Bauchspeicheldrüse wachsen zu lassen. Die Experten sprechen von Organoiden. Wie geht das genau? Was machen Sie da? Sie kommen aus Frankreich und wir simulieren das jetzt mal so im Gespräch, wie Max Planck ist wahnsinnig international, alle Institute, wie Sie am Institut das auch machen. Ich stelle die Fragen auf Deutsch, aber Sie antworten auf Englisch. Also, wie geht das mit den Organoiden? It's quite spectacular. We started by trying to understand how the beautiful embryos form in the body, hidden in the womb, and then applying methods to actually in the culture dish in the lab to reconstruct some small models of parts of the body. Yeah. How small are they? Wie klein sind sie? Very, very small, less than a millimeter. Less than a millimeter. Und würde ich auch etwas erkennen? Als Laie? Probably eher not. Nicht. You would need a microscope. Aber ich weiß, ich lese viel, ich gucke nicht selber, ich lese viel. Sie arbeiten mit Stammzellen und ich habe gelesen von niederländischen Forschern, die haben aus Muskelstammzellen Rindfleischstücke entwickelt, das ist schon ein bisschen her. Und dann haben die gesagt, das sei der erste Burger aus dem Lab. Und dann haben die noch gesagt, was der eigentlich gekostet hat, das waren 250.000 Euro. Ist Ihre Forschung auch so teuer? No, God. And this is very expensive. I was very skeptical, but actually in some countries in Asia, it's actually on the market. So. Yes, it is. But our research works with very, very small organoids, so we can miniaturize everything, which costs a lot less. Okay, und werden dann eines Tages Tierversuche überflüssig, wenn man mit Stammzellen arbeiten kann, an Organen arbeiten kann, die man in Miniaturgröße nachgebaut hat?
I mean, these organs in the lab are alone, right? Our organs in the body, they live with many other organs. And this is very hard to reconstruct in the lab. So I think research with animal models remains very important. Mm-hmm, okay. Nun kommen Sie aus Frankreich. Sie waren in Dänemark. Yeah. Warum sind Sie jetzt in Dresden? Because I had a look at this institute, the Max Planck Institute, when I was starting my lab in Switzerland. And I thought there was something very special developing here. And this Max Planck Institute gives the opportunity to work on basic questions, on the long term, because it takes time to develop, and in a very collaborative manner. I mean, we collaborate with Frank's lab. Ja, Sie haben sehr viele kluge Köpfe um sich herum, zum Beispiel auch Professor Jürgen Joost, Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften. Und da kommen wir jetzt zum Geld, meine Damen und Herren, weil Professor Jürgen Joost hat unter anderem, der hat ganz viel gemacht, aber auch zur Früherkennung von Finanzblasen geforscht. Wie oft klopfen bei Ihnen eigentlich Börsianer an und bitten um Hilfe? Ich arbeite mit sehr vielen Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen zusammen, weil wir sehr gut daran sind, Daten zu analysieren und Strukturen darin zu erkennen. Also wir reden jetzt nicht konkret mit Banken, sondern machen das abstrakter, aber ich rede mit Biologen, mit Geisteswissenschaftlern, mit Organisationswissenschaftlern, mit Linguisten, mit Philosophen, mit wem auch immer, weil die Fragen strukturell oft sehr ähnlich sind, die sich in diesen Fächern stellen und wir in der Mathematik Methoden entwickeln können und Denkweisen, um mit diesen Sachen umzugehen. Wenn es sehr starke Korrelationen zwischen den einzelnen Aktien gibt. Ja, wenn sich alles in die gleiche Richtung entwickelt. Aber das ist nicht so ganz leicht festzustellen, wie sich alles in die gleiche Richtung entwickelt. Deswegen haben wir eben spezielle Maße entwickelt, mit denen wir dann Korrelationen erfassen können, bevor die offensichtlich werden. Und welche Beziehung haben Sie zu Glühwürmchen? Weil Sie sagen, Sie arbeiten zur Synchronisation und Glühwürmchen blinken ja immer alle auf einmal ganz plötzlich. Haben Sie das auch erforscht? Das ist gar nicht so verschieden zu dem, was in Aktienmärkten passiert. Es geht um das Phänomen der Synchronisation. Manchmal ist Synchronisation gut, die Glühwürmchen schätzen das offensichtlich und wenn sie Seilziehen oder Tauziehen machen, gewinnt natürlich die Mannschaft, die sich besser synchronisieren kann. Aber in den Aktienmärkten ist das nicht unbedingt gut, wenn alle das Gleiche tun, weil dann auch die Anfälligkeit für Störungen wesentlich größer ist. Also die Europäische Zentralbank hat zum Beispiel den Banken auferlegt, dass sie bestimmte Risikoprofile abbilden sollten, tun das alle auf die gleiche Weise und das vergrößert das Risiko. Oder im Gehirn ist es so, dass wenn alles sich synchronisiert, dann bekommen sie einen epileptischen Anfall, aber natürlich müssen bestimmte Sachen miteinander abgestimmt werden. Das Gehirn muss also durch Synchronisation lernen oder erfassen, dass bestimmte Sachen zusammengehören. Am Anfang hatte ich einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Telefon. Damit Das war ja wirklich sehr karg, oder? Das war karg, aber es ist eben, das Wichtige ist, dass es uns sehr schnell gelungen ist, sehr viele gute, fähige und kreative Leute anzuziehen. Und das ist das Großartige an Max Planck, dass man immer wieder neue Leute mit viel Energie, Dynamik, neuen Fragestellungen, Kreativität und so weiter bekommt, von denen man selber auch als erfahrener Wissenschaftler noch sehr, sehr viel lernen kann. Und das ist eine großartige und spannende Atmosphäre. Natürlich, ja. Natürlich haben Sie auch einen sehr energiegeladenen Mann neben sich sitzen. Der Spiegel nannte ihn mal den Mann der Knochen. Professor Johannes Krause, Direktor am MPI für evolutionäre Anthropologie. Das ist jenes Institut, haben wir eben schon gehört, wo auch der sächsische Nobelpreisträger Svante Paabo Direktor ist. Und Sie untersuchen eben die Geschichte der Menschheit. Wie viele Knochen haben Sie dann so um sich herum in Ihrem Büro? Also in meinem Büro habe ich tatsächlich nur zwei Schädel stehen, aber bei uns in der Sammlung befinden sich Knochenstückchen von ungefähr 30.000 Menschen aus der Vergangenheit. 30.000 Menschen? Wie groß sind denn diese Knochenstücke? Die sind nur, oder? Ja, meistens dann nur so ein Kubikzentimeter groß, aber wirklich nur eine kleine Probe, ein paar hundert Milligramm, die wir verwenden, um daraus dann die DNA
zu extrahieren und das Genom zu rekonstruieren von diesen Menschen aus der Vergangenheit, um etwas über Verwandtschaften zu lernen, Herkunft, Migration, Phänotyp, soziale Strukturen und was auch immer man aus diesem Genom ableiten kann. Ja, und dann sagen Sie plötzlich, dass die Eismumie Ötzi gar nicht so aussieht, wie wir uns das alle gedacht haben. Das war ein Ergebnis, das im August für viel Aufsehen gesorgt hat. Und Sie haben gesagt, er hatte dunkle Haut und Glatze. Wie kommen Sie genau zu Ihren Ergebnissen? Was machen Sie da? Also wir müssen erstmal aus diesem quasi DNA, die wir dort aus diesen alten Knochen raus extrahieren, das Genom wieder zusammenstückeln, das ist in kleine Stückchen zerbrochen, die wir dann am Computer wieder zusammensetzen. Und dann können wir natürlich im Genom bis zu einem gewissen Grad lesen, wir können die Gene auslesen, wir können gucken, hat er zum Beispiel Gene, die für helle oder dunkle Haut, für Pigmentierung oder keine Pigmentierung verantwortlich sind. Dann gibt es bestimmte Risikogene für Krankheiten, die wir vielleicht identifizieren, oder auch Risikogene in dem Fall für zum Beispiel Glatzenbildung, die bei Männern im späteren Alter auftritt und die zum Beispiel beim Ötzi vorhanden war, was man allerdings aus den Genomen heutiger Menschen gelernt hat und was wir dann quasi auf die Vergangenheit dann anwenden können. Und woher wissen Sie, dass Sie in den Knochen, die sind ja schon alt, dass sich da nicht irgendwas anderes reingemischt hat, bei irgendwelchen Zersetzungsprozessen DNA von anderen Wesen dazugekommen ist? Ein Großteil der DNA, die ich aus einem alten Knochen rausbekomme, stammt nicht von der Person, sondern aus der Umgebung. Das sind Bakterien, das sind Pilze, das heißt, ein Großteil der DNA tatsächlich ist nicht von dem Menschen. Und das heißt, wir müssen die DNA rausfiltern, die von Bakterien, von Pilzen, von Pflanzen, von anderen Organismen stammt. Und zusätzlich müssen wir die DNA rausfiltern, die von Menschen stammt, die mit den Knochen in Kontakt gekommen sind. Weil wenn man den Knochen in die Hand nimmt, hinterlässt man meist mehr DNA am Knochen, als im Knochen drin ist. Ah ja, das heißt, okay. Dann sind ja alle mit Ihnen verwandt sozusagen. Am Ende ist dann das Ergebnis. Aber was war denn das Aha, der Ihr größter Aha-Effekt? Ja, als ich selber beim Svante Paabo damals promoviert und dann auch einen Postdoc gemacht habe, da habe ich damals einen Knochen untersucht, bei dem sich herausgestellt hat, dass die DNA, die ich aus diesem Knochen rausbekommen habe, zum Glück nicht von mir war, aber sie war auch von keinem anderen heutigen Menschen und auch von keinem Menschen, modernen Menschen aus der Vergangenheit, auch nicht vom Neandertaler, sondern es war eine neue Menschenform, die wir jetzt Denisovaner nennen. Das heißt, ich habe im Labor quasi einen neuen Menschen entdeckt. Stefan Raab hat damals gesagt, das erste Mal nach der Wiedervereinigung, das war ein bisschen gemein, aber das war quasi eine neue Menschenform, die wir jetzt beschrieben haben und so eine Art asiatischer Neandertaler, die wir nicht wie klassisch in einer Ausgrabung in einer Höhle gefunden haben, sondern die wir quasi im Labor haben rekonstruieren können. Bevor wir zu Herrn Gemko kommen, müssen Sie mir noch ganz kurz sagen, wie ist dann der Moment, wenn man entdeckt, oh, das hat es so noch gar nicht gegeben, also bis zur Veröffentlichung. Also was denkt man dann eigentlich? Ist man dann so, ja, oder sagt man so, oh, ich weiß doch nicht ganz genau, ob das so sein kann? Also gute Wissenschaft stellt natürlich auch immer die eigenen Ergebnisse in Frage. Das heißt, ich habe die ersten Tage damit zugebracht, den Befund zu zerstören, kaputt zu machen. Ich habe alle meine Kollegen eingeladen, das war am Freitagnachmittag um 17 Uhr, und ich habe gesagt, zeigt mir, dass ich falsch bin. Ja? Und so funktioniert gute Wissenschaft häufig, dass man natürlich immer wieder versucht, das, was man vielleicht potenziell gefunden hat, auch irgendwo kaputt zu machen. Und wie lange haben die versucht, Ihnen zu zeigen, dass Sie falsch liegen? Eine Minute, eine Stunde oder einen Tag? Einige versuchen es heute noch. Ja, muss ich doch noch kurz fragen. Was sagen die klassischen Archäologen zu Ihrer Arbeit? Viele sind begeistert, viele sind skeptisch. Ich denke aber, in den letzten 10 Jahren haben wir viele Kollegen in der Archäologie überzeugt von diesem neuen Forschungsfeld Archäogenetik. Mhm. Sebastian Gemko, mit wem von denen hier möchten Sie denn ganz gerne Ihren Job tauschen? Naja, ich sag mal so, mir fehlt vieles an Expertise, was diese Damen und die Herren hier verkörpern. Insofern könnte ich natürlich bei Weitem nicht das aufnehmen, was hier alles geleistet worden ist. Spannend ist das alles, also gerade, und das ist wirklich ein großer Schatz, den ich in dieser Arbeit sehe, dass ich die Gelegenheit habe, mir das anzuschauen, mir zuzuhören, jedenfalls zu versuchen, zu verstehen, um was es geht. Und bei vielen dieser Forschungen bekommt man schon auch so ein Gefühl dafür, wo sich unsere Welt, unsere Gesellschaften, unsere Menschheit letztlich hin entwickeln werden in den nächsten Jahrzehnten. Ich glaube, das werden ganz disruptive Prozesse sein, die da auf uns zukommen. Also die Welt wird sich massivst verändern, wie Gesellschaften funktionieren, wie Menschen kommunizieren, mit ganz, ganz vielen Implikationen, die auch die Disziplinen überschreiten. Da wird unheimlich viel auf uns zukommen. Das ist manchmal ein bisschen beängstigend. Auf der anderen Seite sage ich mir, gut, auch damit wird die Menschheit irgendwie umgehen. Und dann wird aber auch immer ganz deutlich wichtig, Wissenschaften werden, die auf den ersten Blick gar nichts mit dem zu tun haben, woran zum Beispiel jetzt hier unsere Diskussionspartner
Forschung, sondern Wissenschaften, die dann auf den zweiten Blick von großer Bedeutung werden. Beispiel, ganz bitte mir das nachzusehen, aber wenn sich Kommunikation in virtuelle Räume verschiebt und vermutlich das Leben vieler Menschen in Zukunft noch viel, viel stärker in der Virtualität stattfinden wird als heute, dann spielen natürlich auf einmal psychologische Komponenten eine ganz große Rolle. Das heißt, diese Wissenschaften, die sich damit auseinandersetzen, werden eine riesengroße Bedeutung haben dafür, wie die Menschheit weiterleben kann unter diesen Bedingungen, die ja möglicherweise unserem Gehirn Realitäten vorspiegeln, die so gar nicht existieren. Das auseinanderzahlt. Also vieles wird eine Rolle spielen. Und deswegen ist es so ein reicher Schatz, dass auch so viele Disziplinen bei uns in Sachsen sind. Aber ich rede natürlich über Sachsen wegen des Verantwortungsbereiches. Die Wahrheit ist, es ist die ganze Welt, die Fragen beantwortet und deren Interdependenzen am Ende zu Innovation und auch zur Beantwortung von Fragen führen werden. Also ich würde gerne von allen wissen, was sie tun ja. und dann auch eigene Gedanken dazu anstellen. Das ist der große Schatz, den ich in dem Ganzen sehe. Sie versuchen zu verstehen, was die alle hier tun, so geht es mir ehrlich gesagt auch, das finde ich sehr sympathisch. Im Fernsehen erklärt uns ja immer so Professor Harald Lesch die Welt oder auch Maithi Nguyen Kim hat das während der Corona-Zeit sehr stark gemacht, ist damit berühmt geworden. Brauchen wir davon mehr? Müssen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch stärker in die gesellschaftlichen Debatten einbringen, um das, was sie eben gesagt hat, was immer komplexer wird, auch besser sortieren zu können? Also ich sehe das mal ganz pragmatisch. Wir alle wissen, wie wenig Zeit uns im Allgemeinen nur zur Verfügung steht. Wir alle sehen und auch als Außenstehender sieht man, wie viel Zeit bedarf es, um Innovation hervorzubringen, um zu forschen. Ich freue mich natürlich über jeden und jeder hat natürlich auch Lust darauf oder viele, sich als auch Privatperson in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Aber ich würde mir wünschen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns in Deutschland möglichst viel Raum haben, genau an dem zu arbeiten, mit dem sie sich auseinandersetzen, weil es ist für uns alle noch eine bestimmte Lebenszeit gegeben. Und sollten wir, glaube ich, mit dem, was wir an Talent haben und an Expertise auch erlangt haben, das maximal nutzen. Und deswegen wünschte ich mir natürlich, dass vor allem an den Forschungsgegenständen so viel wie möglich geforscht wird, obgleich natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch für gesellschaftliche Prozesse, Diskurse von großer Bedeutung sind. Aber es ist ehrlich gesagt nicht das Erste, was ich von einem Wissenschaftler erwarte. Aber ansonsten ist natürlich gerade in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen die Teilnahme und die Impulsgabe in gesellschaftliche Diskussionen von großer Bedeutung. Also es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Wissenschaft selber an oder auf den spezifischen Forschungsgegenstand. Liu Hatieng, was würden Sie sagen? Haben Sie überhaupt Zeit für die Debatten, die wir in der Gesellschaft führen, zumal ja der Druck auf die Wissenschaften enorm geworden ist. Also man sieht es an denen, die vor den großen Krisen waren. Die man sollte Zeit dafür freimachen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Ja, aber was ich gerne noch einen anderen Einstieg bringen kann, ich denke, es ist wichtig, um die Schulter, dass die Wissenschaft dazu bringen. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, bitte. In der Schule ist diese Wissenschaft nicht so gut gebracht worden bei den Kindern. Das ist, das ist für mich die größte Sorge. Ja. Mathematik und vielleicht gewisse Fächer, das ist heruntergespielt, habe ich so den Eindruck. Und das ist dann vielleicht die Kern von der Sache, warum die Gesellschaft eigentlich sehr viel mehr Mühe haben, um vielleicht die Wissenschaft zu schätzen oder zu beurteilen, wie das geht. Und ich denke, Die Schule ist sehr wichtig, aber ich muss auch sagen, diese lange Nacht der Wissenschaften, die wir immer jedes Jahr mit organisieren, ich finde es sehr beeindruckend in Sachsen. Wenn ich vergleiche zum Beispiel, es gibt so viele Leute, die wirklich Interesse haben in Wissenschaft, das ist unglaublich. So, ich denke, die Sächsische Schule als System ist so viel besser schon als andere Länder, würde ich sagen. Aber ich denke, es könnte mehr sein, auch vielleicht in anderen Ländern, um diese die Sciences vielleicht besser zu überbringen bei den Kindern. Das ist okay, also für die Zukunft Wissenschaft besser in der Schule verankern. Jürgen Joost, was sagen Sie? In welchem Medium lässt sich am besten formulieren, was zu sagen ist von Wissenschaftlern? Also sollte man dann vielleicht die Hände von Twitter ganz lassen, sich auf Fachpublikationen beziehen?
nur im Kollegenkreis diskutieren? Es gibt viele Möglichkeiten. Wir untersuchen allerdings Twitter auch als Wissenschaftler, was für Dynamiken sich da in den Netzen abspielen. Das ist weniger unser Ziel, jetzt die Netze zu nutzen, um etwas zu kommunizieren, sondern zu verstehen, wie das funktioniert, wie Meinungsbildung und sowas in solchen Netzen abläuft. Aber für mich persönlich ist das Forum eher dann öffentliche Diskussionen, Vorträge für das allgemeine Publikum. Mhm. Wir haben jetzt im Leipziger Gespräch zur Mathematik über die Klimaextreme gehabt. Im nächsten Frühjahr werde ich in Mainz ein Symposium zu Chancen und Risiken der KI organisieren, wo eben dann Experten dann mit dem Publikum diese Fragen auch diskutieren können. Das sind vielleicht mehr die klassischen Formate, die mir dabei noch liegen. Ich bin selber, auch wenn wir jetzt Twitter studieren, nicht wirklich in den sozialen Netzen unterwegs. Johannes Krause, Sie haben es ein bisschen anders gemacht. Sie haben nach dem Flüchtlingssommer 2015 verkündet, dass Migration schon vor tausenden Jahren Teil der europäischen Kultur gewesen sei. Wir sind alle Migranten, so haben Sie das im Interview mit dem Spiegel gesagt. Würden Sie das nochmal machen? Wir haben ja gerade wieder eine neue Debatte. Nee, auf alle Fälle, weil es einfach der Realität entspricht. Wir haben die Menschheitsgeschichte der letzten 50.000 Jahre analysiert, mithilfe dieser alten Genome aus der Vergangenheit, und können zeigen, dass Migration, menschliche Mobilität nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die hat es immer gegeben. Es gab große Veränderungen, sodass zum Beispiel wir gefunden haben, dass mehr als die Hälfte der Gene der heutigen Mitteleuropäer aus vor wenigen tausend Jahren aus Anatolien eingewandert sind. Das sind einfach Realitäten, die lassen sich quantifizieren, die können wir berechnen. Das sind ungefähr 60-70% der Gene der meisten hier im Raum, sind vor wenigen tausend Jahren aus Anatolien hierher gekommen. Was der eine vielleicht mehr oder weniger freudig aufnimmt oder nicht, aber es ist einfach eine Realität, die man darstellen muss. Ich habe dann auch zusammen mit einem sehr engen Freund, einem Journalisten, ein Buch geschrieben, was sich auch sehr gut verkauft hat in Deutschland zu diesem Thema, und haben einfach auch gezeigt, dass diese Geschichte, diese Menschheitsgeschichte eine Migrationsgeschichte ist, und sind quasi auch aktiv in die Debatte reingegangen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir als Wissenschaftler uns quasi nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen, sondern dass wir irgendwie auch mit einer gewissen Begeisterung das Wissen, was wir geschaffen haben, dann wieder quasi den Bürgern zurückgeben. Wir sind Steuermittel finanziert, und ich denke, wir müssen auch wieder was zurückgeben. Und gerade natürlich bei dem Thema, was wir jetzt machen, Menschheitsgeschichte, ist es, denke ich, auch sehr wichtig zu zeigen, dass quasi das, was viele im Kopf haben, so diese Gebäude, gerade was Nationalitäten angeht oder Nationen angeht, so ein Gefühl von Blut und Erde und meine Vorfahren waren immer hier, einfach zu dekonstruieren und sagen, nee, also einmal sind alle Europäer mit allen Europäern blutsverwandt über die letzten tausend Jahre, was vielen halt auch nicht bewusst ist. Und dann, wie gesagt, es ist ein absolutes Potpourri von Menschen, die ständig mobil waren, und das ist quasi nichts anderes heute, als dass das vor Hunderten, Tausenden oder Zehntausenden Jahren war. Es gibt sogar vielleicht bis zu einem gewissen Grad weniger Mobilität in den letzten 100 Jahren, als wir das zuvor gesehen haben, und das sind Erkenntnisse, die ich denke auch den Bürger interessieren und die man quasi auch dieser Debatte quasi beitragen kann. Menschen wachsen eben nicht aus dem Boden. Anne Grappin-Botton, was ist anders, wenn man als Frau in der Wissenschaft arbeitet, als Mann? Also ist es da einfacher oder schwerer, sich überhaupt Gehör zu verschaffen? Well, I mean, first, there are very different men and there are very different women. So I think the difference between individuals is more important than the difference between men and women. I think the big difference is that there are a lot less women in leadership positions in science and in many other jobs. Woran liegt das? Was würden Sie sagen, was muss sich in Zukunft verändern, damit genauso viele Frauen wie Männer in der Wissenschaft arbeiten können? Well, I think to remedy this, I think we have to have a positive attitude and be proactive to recruit women. I think it also needs cultural changes in different countries. The expectations from women are very different. Was lernen wir von Frankreich? It was easier in France to have daycare for young kids, and it was totally accepted that women would not always pick up the kids and that men would contribute. Even more so when I was in Denmark. Sebastian Gemko, was lässt sich da tun? Naja, also interessant wäre nochmal zu erfahren, ob es hier tatsächlich so schwierig ist, auch Kinderbetreuung zum Beispiel zu bekommen, weil meine Wahrnehmung ist, dass wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Aber wenn Sie den Vergleich haben, dann ist das, wird es so sein. Ja. Ansonsten natürlich größtmögliche Unterstützung für die Community, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da sind, aber insbesondere auch, das finde ich noch wichtiger, für diejenigen, die kommen.
dass Sie nahtlos anknüpfen können an Ihre Forschungsgegenstände, die Sie schon vorher bewegt haben und die dann möglichst einfach hier bei uns ankommen können. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch dafür, diese Talente zu halten, ihnen den Einstieg so einfach wie möglich zu machen und sie nicht schnell wieder zu verlieren, denn die ganze Welt steht in Konkurrenz zu uns als Wissenschaftsstandort. Und in diesem Sinne versuchen wir auch dieses Ökosystem ja, passfähig zu machen für diejenigen, die neu zu uns kommen. Wir haben jetzt eine Fachkräftestrategie begonnen, die nicht nur im wissenschaftlichen, im akademischen Bereich funktionieren soll, aber da tragen wir natürlich als Ministerium die besondere Verantwortung. Wir wollen eben in bestimmten Zielregionen dieser Welt junge Leute interessieren für uns als Wissenschaftsregion und da spielen eben solche Aspekte eine große Rolle. Wie einfach kommen Sie hier an, was finden Sie hier wieder, auch was Sie bindet als Community, wie einfach machen wir Ihnen den Einstieg, wie kann man Ihnen helfen, zum Beispiel Kinderbetreuung zu bekommen. All das sind Aspekte, die heute in Zeiten, in denen wir in so einem starken Wettbewerb stehen, natürlich von ganz großer Bedeutung sind, wenn man international an der Spitze sein oder bleiben möchte. Also es ist eine große, bedeutende Aufgabe und die ist auch mit finanziellen Mitteln untersetzt und mit einer klaren Strategie. Aber Liu Haoqing, Sie haben mal gesagt, das war aber schon 2016, es sei gar nicht so einfach, Leute nach Sachsen überhaupt nach Deutschland zu bekommen, ein Land, in dem die AfD erstarkt und damals war die Pegida auch noch sehr groß. Würden Sie das heute noch genauso sagen oder hat sich da was verändert? Ich denke, das hat sich verändert, weil die Pegida ist nicht mehr so in die Presse, das ist schon mal sehr gut. Und ich denke, es geht eigentlich, weil ich denke mit Sachsen, wir haben auch jetzt TSMC, die 10 Milliarden investiert, selbstverständlich kommen da auch viele ausländische Mitarbeiter. Und zufälligerweise haben wir auch viel Zusammenarbeit mit Taiwan. Ja. So, das ist eigentlich sehr gut. Und ja, in dem Sinne ist Sachsen vielleicht auch gut. In dem Sinne von die Konditionen, Housing, Wohnungsmarkt ist auch nicht so schwierig wie in Stuttgart oder Karlsruhe. So, das ist sehr angenehm. Die Schulen sind eigentlich ganz gut im Vergleich mit anderen Ländern, würde ich sagen. Ich möchte gerne auch betonen, vielleicht Herr Gemko, um zu überlegen, dass wir als Institut, wir haben 250 Personen, zwei Drittel davon sind Wissenschaftler und zwei Drittel von diesen Wissenschaftlern sind ausländische, nicht unbefristete, befristete Wissenschaftler, die kommen und gehen. Und ich werde dafür sorgen können, die Leute nicht vielleicht festgehalten worden, ja, so das ist ein Gewinn für Sachsen. Zum ersten Mal, die Leute sind zum wie heißt das, gut ausgebildet, ja, hervorragend ausgebildet. Die sind schon ausgewählt von uns, ja, sie brauchen die Mühe nicht mehr zu machen. Die haben auch 4-5 Jahre bei uns durchgearbeitet, schon sind halbwegs dann auch sagen wir, eingebürgert, würde ich sagen. So, was fehlt, ist einfach der Kontakt, dass die Leute dann auch das Gefühl haben, ja, es gibt eine Zukunft hier, um vielleicht einen Betrieb zu arbeiten. Aber ich denke, vielleicht ist das deutsche Sprache noch immer so schwierig, wenn jeder Betrieb wirklich Deutsch erlangt, ja, und nicht halb-halb. Ich habe Mitarbeiter, die nach ASML in Eindhoven gehen, obwohl die überhaupt null Holländisch sprechen. Ja. Die sind Italiener, aber das ist möglich, um einfach alles auf Englisch zu machen. Oder? Solche Sachen sind eigentlich sehr wichtig, um auch für Sachsen das Wissenschaftsstandort festzuhalten. Es gibt so viele Leute in und aus. Ich kann Ihnen versichern, wenn sag mal, ein japanischer Postdoktorandin kommt, die möchte nicht zurück. Kann ich sehen. So, das ist eine Chance. Aber Sie scheitern manchmal an der Sprache. Okay, das muss man. Ja, ich denke, Sprache oder das Gefühl, dass man da wirklich da sich perfekt Deutsch sprechen muss und irgendwie eingebunden wird. Aber jetzt ist auch mit dieser TSMC und alle großen Betrieben. Ja. Das wird ein Mischmasch von internationalen Betrieben da und dann kann man das festhalten. Frank Jülicher, haben Sie auch noch einen Wunsch an Sebastian Gemko, an die Politik? Ein Wunsch an die Politik? Ja, dass wir weiter frei unsere Forschung betreiben können. Und natürlich, ich denke, Sachsen ist ein sehr attraktiver Standort. Und also von der Seite sind wir eigentlich erstmal sehr zufrieden. Einen konkreten Wunsch, also ich meine, die Dinge wie Kinderbetreuung ist natürlich immer ganz wichtig. Spontan habe ich keine großen Wünsche, muss ich zugeben. Ja, das ist ja mal eine ganz gute Bilanz. Anne Grappin-Botton, dann drehen wir es mal andersrum. Warum lohnt es sich eigentlich
von einer, also dass eine Gesellschaft in die Wissenschaft investiert? I didn't understand. Why is it worth to invest in research and science? I think it's very important for several reasons. First, for education, because research has enabled to make our lives better. We are better treated. We can know about the stars and about the smaller molecules in the body. It expands our possibilities. So I think it's important to invest in science. There's a return. And it creates jobs locally as well. Yeah. And it's also a mindset, right? We value facts and we make decisions based on facts. Sometimes the facts are clear, sometimes the facts are balanced. We can deal with that. That's an important gift we can give to our friends in the society. Great. Meine Damen und Herren, haben Sie Fragen oder Anregungen? Sie dürfen auch unbedingt natürlich loben, auch Wünsche für die Zukunft formulieren, oder haben Sie Fragen an die klugen Köpfe hier? Es gibt ein Mikro, das kommt zu Ihnen. Ich sehe ganz schlecht, wer sich meldet. Vielleicht rufen Sie einfach mal. Hallo, ich möchte was sagen. Möchte jemand was sagen? Ich sehe da im Moment noch nichts. Dann muss ich mal, doch, dort drüben. Wunderbar. Da macht ihr mal den Anfang. Test, test, test. Ah. Hallo, genau. Ich wollte fragen, ob die Max-Planck-Gesellschaft nach dem Vorbild der Macy-Konferenz 1946 bis 1953 auch mehr Zusammenarbeit anstreben würde. Also eine Konferenz nach Sachsen holen, wo die aktuellen Gründerdenker, damals zu der Zeit war es John von Neumann, Claude Shannon, Margaret Mead, auch die ersten neuronalen Netze entwickelt hatten, ob man sowas nach Dresden holen möchte. Jürgen Joost, da müssen Sie jetzt mal helfen, bitte. Das kann man im Prinzip machen, das erfordert natürlich einige Vorbereitungen, das ist nicht mehr so leicht, wie es vor 70 Jahren gewesen ist, wo man die Leute anruft und die dann vorbeikommen. Aber eine Halle gäbe es hier dafür. Ja gut, das ist das Wenigste. Man muss eben die Leute mit ihren vollen Terminkalendern dann davon überzeugen, dass es wichtig ist, über Grundsatzfragen zu diskutieren. Mhm. Das kann man machen. Ich sage, mach das am Santa Fe-Institut in den USA, wo viel von dem passiert. Aber das würde eben einige Vorbereitungen erfordern, die Leute nach Sachsen zu holen. Aber es wäre wahrscheinlich den Versuch wert. Prima. Anregung ist aufgenommen. Bitte schön, die nächste Frage. Sehe ich nicht. Sebastian Gemko, da muss ich Sie jetzt noch mal was fragen. Sie kommen gleichzeitig, ich stelle kurz die Frage zwischendurch. Was sagen Sie eigentlich Leuten, die dann sagen, ja, natürlich, man muss in die Forschung investieren, aber die großen Investitionen, die kommen doch nun wirklich von woanders. Haben wir gesehen, Musk und sein E-Auto, ChatGPT, Apple und das Smartphone. Das ist tatsächlich ja nicht so. Also in manchen Fällen mag das so sein, möglicherweise auch bei der Investition von Tesla, aber gerade die Investition, die hier angesprochen worden ist, TSMC zum Beispiel, hat sich mit Sicherheit auch ganz klar an einem Ökosystem orientiert, das schon da gewesen ist, und zwar nicht nur im industriellen Bereich, sondern natürlich auch in Wissenschaft und Forschung. Halbleiterforschung ist traditionell stark in Sachsen. Eines der ganz starken Argumente auch für das Unternehmen gewesen, sich für Sachsen zu entscheiden, neben natürlich auch der Verfügbarkeit von Fachkräften zum Beispiel. Wir sind letzte Woche erst drüben gewesen beim Unternehmen. Ganz deutlich, dass nach dem Investment, das das Unternehmen in den USA gerade vorbereitet, die Verfügbarkeit von Fachkräften das ganz, ganz große Thema ist. Denn das ist dort der Bottleneck für die weitere Entwicklung. Und damit können wir hier dienen. Und auch das sind Investitionen natürlich in Wissenschaft und Forschung. Wenn wir unsere Hochschulen mit den entsprechenden Mitteln ausstatten, wenn wir zum Beispiel Elektrotechnik, Chemie, die Studiengänge, die notwendig sind, auch gerade für Halbleiterindustrie, wenn wir das stärken, wenn wir das groß machen und natürlich dann auch die Forschungseinrichtung stärken. Also es steht in einem ganz, ganz engen Abhängigkeitsverhältnis. Das ist natürlich wirklich so. Das Institut für Wirtschaftsforschung hat gerade eine Studie dazu gemacht, weil sich viele fragen, wieso siedeln sich solche großen taiwanesischen Unternehmen im Osten an und nicht im Westen. Ja? Also sie haben da derzeit große Standortvorteile. Bitte schön, die nächste Frage kommt von Ihnen. Ja, also mein Name ist Wieland Huttner, ich bin einer der Gründungsdirektoren des MPIs für molekulare Zellbiologie und Genetik. Ach wunderbar, hatten Sie einen Schreibtisch? Ich hatte sogar einen Stuhl. Ach. aber Staatsminister Gemko hat jetzt mich nicht gefragt, was mein Wunsch wäre an die Politik, aber ich tue einfach mal so, als hätten Sie das.
Mein Wunsch an die Politik ist, dass man die Autonomie der Max-Planck-Gesellschaft frei von politischem Einfluss unbedingt bewahrt. Das halte ich für ganz entscheidend. Ministerpräsident Kretschmer hat das wunderbar bei der Einführungsveranstaltung betont und ich bin ihm dankbar dafür. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig zu kommunizieren, dass ein politischer Einfluss auf die Inhalte einer Forschungsgesellschaft fehl am Platze ist. Vielen Dank für diesen Hinweis. Sehe ich noch eine weitere Frage? Sonst kommen wir hier auf dem Podium schon zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Hier sehe ich noch eine. Guten Tag, die Herren. Ich würde gerne eine böse Frage stellen. Gerne. Und zwar, braucht es die Wissenschaft in dem Sinne? Also, Sie haben gesagt, das Leben wurde besser, aber oft hat man das Gefühl, dass die Menschen vielleicht nicht unbedingt glücklicher werden mit dem modernen Fortschritt und mit der menschlichen Fähigkeit, sich selbst auszulöschen und riesigen Schaden an sich selbst durchzuführen. Johannes Krause, ja. Wie geht es mit der Menschengeschichte weiter? Es ist immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Und wir können sicherlich viel aus der Vergangenheit lernen. Also ich denke, die Vergangenheit ist eine Erfolgsgeschichte des Menschen. Der Mensch hat sich erfolgreich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Ich denke, Wohlstand, Zufriedenheit bis zu einem gewissen Grad, man kann natürlich darüber diskutieren, was Zufriedenheit ist, hat in den letzten 100 Jahren extrem zugenommen und auch in der gesamten Menschheitsgeschichte zugenommen. Ich möchte nicht, manchmal frage ich mich, ich habe mich viel mit verschiedensten Episoden der Menschheitsgeschichte beschäftigt, wann möchte ich gern gelebt haben, und ich sage immer heute. Mhm. Ich sage immer heute, weil in jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit stand die Menschheit schlechter da als heute. Also insofern ist es eine Erfolgsgeschichte. Also wenn ich die gesamte Geschichte mir anschaue, dann ist es das. Und braucht natürlich, man dafür die Wissenschaft? Die Wissenschaft ist immer Teil davon. Es gäbe keine Elektrizität, es gäbe keine industrielle Produktion von Nahrung, die momentan 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde versorgt. Form von Mobilität, wie wir sie erleben, die wir alle genießen. Die meisten von uns in den Urlaub gefahren, die meisten von uns sind mobil bis zu einem gewissen Grad. Auch das gäbe es nicht. Also wir werden wahrscheinlich dann immer noch als Jäger und Sammler durch den Wald rennen, wenn es diesen Fortschritt in der Wissenschaft und Technologie nicht gegeben hätte. Das ist extrem wichtig. Und die großen Herausforderungen, auf die wir gerade zulaufen, die globalen Grenzen, an die wir gerade stoßen, dafür brauchen wir die Wissenschaft. Ohne die Wissenschaft werden wir das nicht lösen. Wir haben 1,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die in Armut leben, die dorthin kommen wollen, wo wir jetzt sind, ohne neue Technologien, wie wir das schaffen. Wenn wir 8 Milliarden Menschen haben, die so leben wie wir heute, hier in diesem Raum, die Ressourcen stehen diesem Planeten nicht zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen Technologien, wir brauchen, was weiß ich, E-Technologien oder regenerative Energie, neue, gerade revolutionäre Technologien, die es überhaupt das ermöglichen, weil sonst rennen wir wirklich gegen die Wand. Und ohne Technologie im Fortschritt ist es nicht möglich. Und wir brauchen Liu Haotieng mit seinen neuen Materialien. Wir kommen zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Liu Haotieng, Ihr Wunsch an alle Nichtforschenden in Deutschland. Wie bitte? Ein Wunsch an alle Nichtforschenden in Deutschland. Ah, das ist schwierig. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, um die Nichtwissenschaftler oder die Nichtforschenden in der Society eigentlich zu informieren, was wir machen. Das ist gerade, Sie haben das gerade gesagt. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass es unsere Aufgabe ist. So in diesem Sinne möchte ich gerne auch, ja, ich weiß es nicht. Ah, Sie sollen zuhören, das wäre ja ein Wunsch. Ich höre zu. Nein, die Gesellschaft möge zuhören, alle Nichtforschenden. Nein, wir brauchen nicht. Wir müssen auch die andere Gesellschaft richten, ja, und gucken, was sie falsch gemacht haben. Aber ich denke, die Frage von gerade ist eigentlich eine sehr wichtige politische Frage. Ja. Was macht man mit Wissenschaft und so? Aber an sich sollte man sagen, okay, Wissenschaft ist immer besser. Ja? Man kann immer das falsch machen, das ist klar. Ja? Guck mal an die Film Oppenheimer. Ja? Das ist unglaublich. Das ist, scharfer kann man nicht auslegen, das Problem von Wissenschaft. Ja? Aber trotzdem, mit Wissenschaft hat man, ja, ich lebe lieber jetzt als 80 Jahre her, obwohl vielleicht 80 Jahre her viel besser ist, um Tourismus zu machen, weil es so leer ist. Hä? Aber okay. Vielleicht überlebt man das nicht. Vielen Dank. Frank Jülicher, Ihr Forschungsthema der Zukunft. Was ist Ihr nächstes Projekt? Forschungsthema der Zukunft. Ja, Elektrohydraulik von Geweben. Elektrohydraulik von Geweben. Ja, vielen Dank. Ja. Sehr schön. Anne Capin-Botton, was kann Frankreich von Sachsen lernen?
Ah. Man kann Sachsen von Frankreich lernen. Da hatten wir schon, was Sachsen von Frankreich lernen kann. Andersrum. Was gefällt Ihnen besonders an Sachsen? I like the mix between history that happens here and the spirit of a future. A lot has happened in actually not so many years, transforming this area of the world. And I find this very interesting. It has also attracted a lot of people who had this spirit of, yeah, I mean, let's make something new. Great, thank you. Jürgen Joost, haben Sie einen Tipp für alle, die Mathe nicht so bewogen, also gewogen sind? Wie lässt sich die Abneigung verlieren? Ich habe heute gerade auf Spiegel Online gelesen, es gibt viele, viele Mathematikabbrecher im Studienfach. Das ist natürlich richtig, da muss man dann an verschiedenen Stellen ansetzen. Viele Leute gehen schon mit dem Gefühl irgendwie in die Schule, ich kann keine Mathematik. Ja, das muss man denen erstmal nehmen. Und traditionell ist das bei Frauen ausgeprägter gewesen als bei Männern. Das ändert sich jetzt glücklicherweise. Mhm. Also als ich am Anfang war, bestand meine Arbeitsgruppe fast nur aus Männern. Inzwischen besteht meine Arbeitsgruppe praktisch zur Hälfte aus Frauen. Ach. Da hat sich also etwas geändert bei der jungen Generation, dass die mit anderen Vorstellungen an die Sache herangeht und dass dieser Unterschied jetzt nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Und das Wichtige ist vor allen Dingen, dass wir auch Vorbilder schaffen, dass es Rollenvorbilder gibt, dass man eben etwas erreichen kann, dadurch, dass man in der Wissenschaft als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin erfolgreich ist. Das zieht dann auch andere an. Prima, vielen Dank. Und Johannes Krause, was ist eigentlich der echte Adrenalinkick in der Forschung? Es muss nicht die abenteuerliche Höhle sein, aber wie geht dieser Satz weiter? Was viele anspornt, ist eine gewisse Form von Konkurrenz. Konkurrenz belebt den Markt. Und das sportlich. Es ist eine gewisse Form von Sport manchmal auch, weil es gibt natürlich, die Publikation ist unser Produkt am Ende und da steht man im internationalen Konkurrenzkampf und da möchte man natürlich gerne der Erste sein und das ist ein bisschen wie im Sport, da muss man sich auch beeilen, da muss man das Beste tun und man muss natürlich immer so ein gewisses Maß an, man muss schnell sein, aber es muss auch hochqualitativ sein und da braucht man viel Motivation und motivierte Forscher und die haben wir zum Glück hier in Sachsen und auch bei uns im Institut und sehr schön. Sich vielen positiv Dank. In die Zukunft. Und Sebastian Gemko, was tragen Sie morgen an Ministerpräsidenten Kretschmer heran? Die Max-Planck-Institute sind, wie geht der Satz dann weiter? Ja, großartig, hochklassig. Wir können stolz darauf sein, dass wir sie in Sachsen haben. Aber das Schöne ist, ich muss das gar nicht herantragen an den Herrn Ministerpräsidenten, weil er so ein großer Wissenschaftsfan ist und so ein großer Unterstützer auch der Wissenschaft und Forschung in Sachsen, dass ich einen guten Partner habe bei der Weiterentwicklung und Stärkung unseres Wissenschaftssystems in Sachsen. Prima, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen ganz, ganz viel Erfolg weiter bei Ihrer Arbeit. Und wir müssen jetzt nochmal mit Stefan Grill reden, wie das eigentlich weitergeht und wie die Forschungslandschaft, Stefan Grill, das müssen Sie mir jetzt bitte unbedingt noch sagen, in 10 Jahren aussieht. Wie wird sie dann aussehen? In 10 Jahren. In 10 Jahren, hier in Sachsen. Den Blick in die Zukunft ist immer schwierig, aber wir stehen an einer tollen Stelle, es passiert viel, es gibt die Großforschungszentren in der Lausitz, es gibt 3 Exzellenzcluster, es gibt hervorragende Universitäten, es gibt die 6 Max-Planck-Institute, es gibt auch einen Generationswechsel an den Max-Planck-Instituten, selbst die besten Wissenschaftler gehen irgendwann in den Ruhestand. Also wir sind hier wunderbar aufgestellt und ich freue mich auf die nächsten 10 Jahre. Toll, das hört sich sehr, sehr gut an. Und helfen Sie mir doch bitte noch, was ich von Ihnen allen, diesen wahnsinnig klugen Köpfen, eigentlich lernen kann, wie ich am besten lerne. Lernen, wie man am besten lernt. Da würde ich jetzt sagen, da sucht man sich am besten das aus, wo man am begeistertsten ist von, weil das lernt sich am einfachsten. Und ich glaube, das ist auch das, was viele von uns hier antreibt. Einfach die Begeisterung für eine gewisse Thematik, für eine gewisse Fragestellung, die so tief geht, dass man bis abends um 2 da sitzt, weil man es verstehen will, weil man der Erste sein will, der jetzt vielleicht gerade in diesem Moment auf der Welt versteht, wie das gerade funktioniert, was ich untersuche. Ach, wunderbar. Und dann läuft es ja auch richtig gut so als Wissenschaftler,
in der Karriere. Und ich habe in der Süddeutschen Zeitung gelesen, es gibt als Belohnung für Wissenschaftler zwei Dinge. Das eine ist der Nobelpreis und das andere die Anfertigung einer nach seinem Ebenbild gefertigten Lego-Figur. Denn das hat den Astrophysiker Stephen Hawking ereilt. Der lebt jetzt als Plastikfigur in Kinderzimmern weiter. Nobelpreise würden Sie vielleicht vorziehen? Also Lego? Lego finden wir auch ganz gut, ja. Okay, stellen Sie dann also den Sekt kalt, wenn jetzt die Nobelpreise vergeben werden in allen Max-Planck-Instituten. Machen Sie das immer so? Oder müssen Sie jetzt auch noch auf anderes achten? Also ich gucke jetzt mir wahrscheinlich auch mal an, wann die nächste Lego-Kollektion rauskommt. Aber, unbedingt anzuraten. Natürlich, der Sekt steht kalt. Wunderbar. Oh, dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Ich würde es Ihnen allen gönnen, wenn es hier einen weiteren Nobelpreis geben würde. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Grill. Und die Forschung hier darf ja auch in jedem Fall noch gefeiert werden, meine Damen und Herren. Das muss man nämlich zwischendurch nicht immer nur bis nachts um 2 Uhr arbeiten. Da muss man schon auch noch mal feiern. Dafür gibt es jetzt die Gelegenheit, lassen Sie sich nicht täuschen, es gibt so wahnsinnig viel neben den Sensationsmeldungen von Rettung aus der Höhle, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Mitdenken und auch Mitdebattieren. Machen Sie es gut, einen schönen Abend. Tschüss und feiern Sie ein bisschen. Danke. Vielen Dank. Oh ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben es großartig. Vielen Dank.